Hallo Leute. Willkommen, willkommen. Bei einem wundervollen Spiel von Crystal Dynamics und Square Enix. Keine Sorge, dieses Intro wird nur einmal kommen. Danach starten wir netterweise im Spiel. Aber ich finde, man sollte den Produzenten immer den Respekt zollen und sich das angucken. Genauso wie ich gerne den Abspann mit ins Video packe. Weil ich der Meinung bin. So, aber wir sind nicht im Kino. Wir sind hier bei Lara Croft Tomb Raider Anniversary. Und ich freue mich riesig, euch dieses Spiel vorzustellen. Denn dieses Spiel ist ein wundervolles Spiel. Ich habe es leider noch nie durchgespielt. Ich habe es aber vor 10 Jahren auf meinem uralten Account als süßes kleines Sarah-Püppi angefangen zu spielen. Es war mein erstes Projekt. Und ich freue mich, euch dieses Spiel genauso präsentieren zu können wie meinen damaligen Abonnenten. Und vielleicht versteckt sich ja auch noch einer meiner alten Abonnenten, die dieses Video und dieses Projekt damals gesehen haben, unter den neuen Abonnenten von unserem wundervollen Kanal Intim404. Und ich finde, dann wäre das eine richtig schöne Hommage und auch für die Leute, die das damalige kennen, ein super witziger Vergleich, denn Sarah war damals sehr jung und sehr süß und hat locker die ersten 10 oder 15 Parts kein einziges Schimpfwort benutzt. Ist das nicht süß? Ich finde es süß. Ich war damals echt süß. Heute bin ich anders. Aber ich möchte gar nicht so viel labern. Wir möchten dieses Spiel genießen und ja, auch meine Stimme, aber das kann man ja miteinander verbinden. Und dementsprechend lade ich euch dazu ein, auf diesem Kanal mit mir dieses Spiel zu genießen. Was muss ein Mann tun, damit Sie ihm solche Beachtung schenken? Wenn Sie diese Art von Beachtung wollen lassen, sind Sie auf dem richtigen Weg. Klingt verlockend. Aber ich möchte Ihnen nur jemanden vorstellen. Darf ich vorstellen? Jacqueline Nadler, Präsidentin von Nadler Technologies. Guten Tag, Miss Croft. Meine Forschungsabteilung widmet sich seit einiger Zeit dem Studium antiker Artefakte. Und ich bin der Meinung, dass Sie genau die richtige Frau sind, um sie für mich aufzuspüren. Ich fürchte, Sie irren sich. Für mich ist das Ganze ein Spiel. Genau deshalb wende ich mich an Sie, Miss Croft. Dieses Spiel haben Sie schon gespielt mit Ihrem Vater. Oder haben Sie nicht jahrelang nach dem Sion von Atlantis gesucht? Alles, was Ihnen damals fehlte, war Qualopecs Grab. Sie haben Vilcabamba gefunden? Wann können Sie in Peru sein? Und tada, da sind wir. So schnell die kann's gehen. Vilcabamba bleibt ein Rätsel. Und meine Entschlossenheit, trotz aller Misserfolge weiterzusuchen, drückt die Moral. Ich denke, dass Jenkins für den Aufruhr verantwortlich ist. Er will einfach nicht akzeptieren, dass Atlantis das Fundament aller uns bekannten Kulturen war. Es wird immer deutlicher, dass offenbar nur Lara vorurteilsfrei und aufgeschlossen genug ist, dieser Tatsache ins Auge zu sehen. Nur Lara? Really? Wir auch, hallo? Oh nein! Lo siento! No traje bastante cuerda! Kein Problem! Ich komme da schon irgendwie rauf! Denn wir sind Lara Croft und wir können voll die kranken Akrobatik machen. Yeah! Mit den Bewegungstasten laufen Sie. Halten Sie Alt gedrückt, um in eine Richtung zu gehen. Okay, wir laufen. Sarah, du musst doch richtig lesen. Alt. Wir gehen. Drücken Sie leer, um zu springen. Okay. 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 Haben wir auch verstanden. Alles klar. Nächste Aufgabe.
Springen Sie auf die Mauer zu, damit sich Lara an der Kante festhält. Okay. Bewegen Sie sich mit den Bewegungstasten links, rechts auf dem Vorsprung entlang. Okay. Drücken Sie im Einklang mit Laras Bewegung mehrmals E, um Vorsprünge schnell zu traversieren. Okay. Was für ein exquisites Wort. Traversieren nutze ich im Alltag viel zu oft nicht. Gehen Sie auf die andere Kante zu. Oder klettern, würde ich mal behaupten. Und drücken Sie leer, um seitlich zu springen. Okay, machen wir. Und jetzt traversieren wir wieder schnell. Bewegen Sie sich mit der Bewegungstaste von der Kante weg und drücken Sie leer, um rückwärts von der Kante zu springen. Okay. Ist bei der Kameraansicht manchmal gar nicht so einfach, da die richtige Taste zu finden. Vor allem, wenn sich die Ansicht, während man da hängt und versucht, in irgendeine Richtung zu gehen, sich ändert. Also dann, weiß nicht. So ist es dieselbe. Okay, momentan ist es dieselbe. Drücken Sie leer, um sich an einer Kante hochzuziehen. Okay. Drehen Sie mit der Maustaste die Kamera. Oh mein Gott. Das eröffnet uns ganz neue Möglichkeiten. Und Lara, ich weiß ja nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es sieht so aus, als würdest du ziemlich weit oben auf den Bergen drauf sein. Und es schneit. Ich weiß nicht, ob das das richtige Outfit dafür ist. Ich würde mir da ein bisschen mehr anziehen. Vor allem keine Hotpants. Aber jede Frau, jeder Mann hat die eigene Entscheidungsfreiheit. Halten Sie die Bewegungstaste oben und drücken Sie leer, um auf den höher gelegenen Vorsprung zu springen. Okay. Dieses komische Symbol zeigt einen nahegelegenen Hakenring an. Springen Sie und drücken Sie rasch Q, um Ihren Haken zu werfen. Ich bin ja mehr der Fan von Safer Use. Dementsprechend würde ich mich gerne so anhaken und dann erst losspringen. Beim Klettern kommt das auch immer ein bisschen kacke, wenn man sich erst, wenn man fällt, sichern lässt. Aber Lara ist halt... ne? Schwingen Sie am Haken, drücken Sie leer, um den Haken loszulassen und abzuspringen. Oh mein Gott, das funktioniert ja wunderbar. So. Süße Maus, ich habe auch das Gefühl, dass dein Rucksack ein bisschen zu klein ist. Vor allem, falls wir sowas wie Artefakte und sonstiges finden sollten. Aber da passen ja auch ihre unendlichen Magazine rein. Von daher ist das vielleicht ein bisschen wie bei Harry Potter. Die hat da einfach einen Zauber drauf. Die kann da alles reinmachen. Ich will auch gar nicht wissen, was sie alles schon mit dabei hat. Speichern Sie nach einem Kontrollpunkt manuell, werden Ihre Fortschritte bis zu diesem Punkt gespeichert. Mensch, das ist aber schön. Jetzt greife ich vor, das Rollen haben wir doch gar nicht. Mit dem Dude kann man sprechen. Ja, Überraschung, Überraschung. Für mich ist gerade nicht alles neu, weil ich die gefühlte 50. Aufnahme mache. Denn ich möchte, dass für euch alles perfekt ist von der Qualität. Und dementsprechend habe ich ein bisschen was ausprobieren können. Wieder und wieder und wieder. Ja, schnür dir mal die Schuhe. So, Dude, tell us. Oh, was ist das? Mira, ya llegamos. Ja, sehe ich. Danke. No sé cómo abrirlo. Abrirlo. Ja, ich weiß, wie sie aufgeht. Tatsache. Aber ich glaube, du bist da auch nicht sportlich genug, um diesen Punkt zu erreichen. Ich wär's auch nicht. Aber mit ihrem Outfit kann sie das. Hay una inscripción arriba de la puerta. Okay. Oh, estoy muy cansado. Fühl ich. Podemos ir a la izquierda. Es könnte sein, wenn in diesem Spiel noch öfter links und rechts vorkommt, dass ich in die falsche Richtung bei links schaue. Ich habe eine kleine Rechts-Links-Schwäche. Ich würde aber behaupten, ist unterhaltsam. Selbst wenn ich dadurch in den Tod renne, ist unterhaltsam. Solo soy el guía. Soy el guía. Oh, allí estás. Mira. Ya llegamos. Ja, das haben wir schon mal gehört. Dieses Tor sieht übrigens ziemlich geil aus, würde ich behaupten.
Ich frag mich, wem das nachempfunden ist, weil ich niemanden kenne, der so Handflecken im Gesicht hat oder Schlangen um die Augen. Aber sieht auf jeden Fall stark aus. Ich wüsste auch nicht, wie das uns den Hinweis geben könnte, dass man über der Tür was findet. Lara kann das alles. Und in der letzten Aufnahme habe ich mitbekommen, hier an dieser Stelle, wenn ich die Leertaste länger drücke, dann haben wir einen sexy Aufschwung. Hängen Sie an Ihrem Kletterhaken, können Sie mit den Bewegungstasten schwingen oder die Richtung ändern. Allerdings nicht gleichzeitig. Das ist, finde ich, ein bisschen schade. Hep und tada. Schon cool. Würde ich ja sehr gerne können. Muss ich zugeben. Wir traversieren wieder schnell. So ein witziges Wort. Drücken Sie während der Vorwärtsbewegung leer, um weiterzuspringen. Alles klar. Machen wir. Und die Klimmzüge. Ja. Lara. Meinen vollen Respekt. Ich kann einen halben. Das seit 10 Jahren. Ich habe mich nicht verschlechtert. Aber das könnte ich nicht. Drücken Sie E, um mit Schaltern und Hebeln zu interagieren. Welcher Schalter? Eventuell dieses eine Ding, was sich farblich extrem abhebt? Ich weiß nicht. Aber er hat eben gesagt, hier sind Inschriften. Wo seht ihr hier bitte Inschriften, Lara und Führer? Ich sehe keine. Ich wüsste nicht, welche Sprache das sein sollte. Hier diese Zeichnung. Aber gut. Ja, mit dem kleinen Finger, you know. Typ. So drücke ich auch immer riesige Steinplatten. Ja, bleibt noch ein bisschen da stehen. Das sieht überhaupt nicht gefährlich aus. Die armen kleinen Wesen. Stellt euch mal vor, ihr wohnt seit Generationen am selben Ort. Und dann kommen da irgendwelche Freckles. Ja. Und machen eure Tür auf. Und wenn ihr euch wehren wollt und denen sagen wollt, ey, ist mein Rasen. Piss dich. Dann erschießen die dich einfach. Echt unfreundlich, würde ich behaupten. Wirklich, Lara. Also, Tierschutz ist nicht so deins, wa? Ja, Tür ist zu. Lara ist vollkommen gechillt. Mir würde es Sorgen machen, aber so ist mir wenigstens die Richtung gegeben. Es könnte nämlich sein, dass ich in diesem Let's Play noch öfter den richtigen Weg suche. Hier kann man leider nicht komplett drüber springen, aber ist wohl so gewollt. Damit ich in dieser Aufnahme nicht direkt in den Pfeil reinspringe, mache ich das so. So. Drücken Sie in vollem Lauf Umschalt, um sich abzurollen. Ja. Haben wir eben schon gesehen. Und sie kann voll den geilen Scheiß machen, wenn man das ganz oft drückt. Und ein Kontrollpunkt. Yay. Und hui. Und yeah. Oh, das werde ich noch so oft machen. Heppa. Ich bin hier schon öfter gewesen, muss ich leider zugeben. Ich kann euch das jetzt nicht mehr so spontan zeigen, wie ich 10 Minuten mit mir selbst diskutiere, welchen Weg ich wählen soll. Aber dieser Weg ist nicht der direkte Weg in die richtige Richtung. Dies ist der Weg zu diesem kleinen Zähnchen, was wir eben... Nicht der Rede wert. Ich spule das für euch vor, glaube ich. Habe ich im Gefühl. Wird mir noch sehr oft passieren.
Und da sind wir wieder. Und das ist das kleine Zähnchen, was ich erwähnen wollte, habe. Mehr oder weniger. Bei der ersten Aufnahme, in der ich verdammt enthusiastisch dabei war und meine Skills komplett ausgepackt habe, bin ich hier bestimmt 5-6 Mal runtergefallen, da ich nicht gerafft habe, dass hier so eine Platte ist, die man runter dingsen muss. First Tray, oh mein Gott, fühle ich mich krass da. Die man runtersliden muss, um näher da dran zu kommen. Aber wenn sie in der Luft hängt, dann sieht das auch sehr unterhaltsam aus. So. Sammeln Sie Artefakte und Reliquien ein. Werden Bonusinhalte und irgendwas freigeschaltet. Lasst mich das doch zu Ende lesen. Drücken Sie nach einem missglückten Sprung auf einen Vorsprung schnell E, um Lara abzufangen. Gelingt Lara dies nicht, stürzt sie ab. Oh nein. Ja, aber ich wollte eigentlich da oben hin. Fail it. Ja, da komme ich nochmal auf unseren Namen zu sprechen, denn das Qualität gefragt nicht. Jeder kann unterhaltsam verkacken. Wir können das. Glaubt mir, wir können das. Und ein Kontrollpunkt. Drücken Sie Maus L, um zu schießen. Machen wir. Und ich habe gerade nicht den Sound umgestellt, weil man beim letzten Mal absoluten Ohrenkrebs bekommen hat von dieser fantastischen Animation, wenn die Fledermäuse sterben. Nein, nein. Ich bin krasser YouTuber, deswegen habe ich das alles vorher im Blick gehabt. Drücken und halten Sie Maus R, um Gegner anzuvisieren. Lassen Sie Maus R los, wenn Sie... habe ich nicht mehr lesen können. Aber ich habe eben tatsächlich Maus R genommen. Das ist das nämlich. Und dieses Geräusch ist richtig abfuckend. Ich hoffe, dass es für euch diesmal kein Ohrenkrebs sein wird. Denn beim letzten Mal war es das. Haben Sie einen Gegner anvisiert, drücken Sie die Zieltaste, während Sie sich einem anderen Ziel irgendwas wechseln. Cool, das ist nett, dass ihr so lange wartet, bis ich es vorgelesen habe. Dankeschön. So. Da drüben sehen wir ein Zähnchen. Wie kommen wir an das Zähnchen? Da können wir nicht drum herum klettern. Springen wir einfach ins Nichts und... okay. Fallen runter. Ah, Ohrenkrebs. Ich bete, dass es für euch angenehm ist oder einigermaßen angenehm. Und hui. Und wie kommt man bloß um diese Ecke? Das ist hochkryptisch, dass sie da nicht weiterkommt. Aber ich nehme jeden Menschen an, so wie er ist. Respekt, dass sie, wenn sie zur Seite springt, auch nach oben springen kann, nachdem sie abgesprungen ist. Das ist auf jeden Fall vielfältig. So. Und nochmal. Hängen Sie an einem Haken, halten Sie E und drücken Sie anschließend oben oder unten, um am Seil hinauf oder hinunter zu klettern. E. Oh mein Gott, es funktioniert. Das ist schön. Und dieses Geräusch beunruhigt mich extrem. Dieses Hört sich ein bisschen so an, als würden sich hier in den Wänden Schlangen verstecken, die mich gleich töten, wenn ich mich irgendwo an die falsche Kante hänge. Aber ich bin zum Glück nicht mehr ganz so schissig, wie ich das früher mal war. Ansonsten wären meine Nerven jetzt schon komplett blank. Drücken Sie Umschalt, um sich von einer Kante hinunterzulassen. Okay. Können wir. Cool. Wie gesagt, dieses Geräusch finde ich sehr beunruhigend. Und Helper. Sehr schön machst du das. Und noch ein paar Klimmzüge. Und der Hintern. Yeah, jetzt hast du es dir auch verdient, Lara. Perfekt. Können wir hier auch einfach runter? Bitte fall nicht einfach. Gut. Ja. Hier können wir runter. Und ich hoffe, wir
sterben nicht oder tun uns böse weh, wenn wir jetzt... Gut. Tun wir nicht. Gut. So. Weiter geht's. Ich finde, diese Türen sehen übrigens alle ziemlich grandios aus. Die andere war ein sehr frei ausgewähltes Gesicht. Das hier ist keine Ahnung was, aber ich muss sagen, ich finde, das sieht echt top aus. Nehmen wir mal hier diesen Riesenschalter. Warum haben wir dazu keinen Tipp bekommen? Woher soll ich denn wissen, dass ich mit so einem Riesenschalter genauso interagieren kann wie mit so einer kopfgroßen Druckplatte, ja? Und noch ein Kontrollpunkt. Ich würde mal behaupten, ich beende die Aufnahme hier erstmal. Wenn es euch gefallen hat, wenn es euch immer noch gefällt, wenn ihr Bock auf dieses Projekt habt, dann könnt ihr mich in der nächsten Folge wieder hören und Laras Hintern und generellen Körper und ihre Kompetenz in ihrem Beruf bestaunen. Dann beende ich hier erstmal nach dieser relativ kurzen Aufnahmezeit von meinem Gefühl her. Und freue mich, wenn ihr bei den nächsten einschaltet. Ich freue mich, wenn euch das Let's Play gefällt. Und ich freue mich, wenn ihr mir Dinge in die Kommentare schreibt. Wäre auch cool, wenn irgendjemand Bock drauf hätte, zu gucken, wie oft ich sterbe. Und wie oft ich irgendwelche unnötigen Sachen mache. Wie oft ich irgendwo runterfalle. Wäre cool. Muss nicht sein. Hätte ich aber Bock drauf, würde ich mich riesig drüber freuen. Und vor allem über Kommentare. Apropos Kommentare. Weiß irgendjemand, ob man in Peru Spanisch oder Portugiesisch spricht? Ich habe nämlich keine Ahnung und ich kann beides nicht. Dementsprechend konnte ich bei ihm vorhin jetzt nicht unbedingt raushören. Ja, yeah, das ist Spanisch. I know it. So, jo. Wäre auf jeden Fall cool. Würde mich riesig freuen. Unterstützt unseren Kanal. Unser Kanal ist geil. Unterstützt Lara und mich. Denn dieses Projekt ist mutig. Für mich. Für mein 10 Jahre früheres Ich. Für Lara. Gebt alles. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ciao, Leute. Haut rein.